Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Risen. Ja, wir haben es in der letzten Folge geschafft, hier aus der Stadt auszubrechen. Und ich will jetzt wieder zurück ins Banditenlager und mal schauen, ob der Zauber, den wir bekommen haben, wieder funktioniert, damit wir bei Rachel es wieder gut haben. Erzählen wir ihr den besten Witz der Welt. Ich komme immer noch nicht drauf klar, die Witzrolle. Klar, ich habe mich auch informiert, dass es irgendwie so eine Witzrolle oder Scherzrolle oder sowas gibt. So, aber die Erklärung dazu habe ich nicht bekommen. So, wie das funktionieren soll oder sowas. Ist das? Nee, ich glaube da lang. Da traue ich mich noch nicht an den Viechern ran. Solange wir keine bessere Rüstung haben. An denen will ich mich auch nicht ranwagen. Das ist die falsche Richtung. Fast wäre ich da reingelaufen. So, ich hoffe, die Viecher sind auch am Schlafen. Anscheinend nicht. Die sind, glaube ich, 24/7 aktiv. Okay, da war was. Ich will es jetzt aber lieber nicht riskieren. Immerhin haben wir schon auch einen Bogen. Nein! Neil, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ich helfe dir. Ja, bitte. Schon vorbei. So, ein Wolfsfell haben wir. Das ist nicht nötig. Okay. Hat er jetzt aber die Punkte eingeheimst? Bisschen doof. Da sind noch Keiler. Ich will den Kampf noch nicht riskieren gegen so viele Viecher. Ich will zumindest eine Rüstung haben. Wenigstens eine Rüstung, das wäre jetzt was. Denn wir sind ja immer noch barfuß unterwegs, haben und nur unsere Lumpen an. Oh, die Fackel ist verbraucht. Okay. Da ist Rachel. Ich speichere einmal in der Wildnis. So. Irgendwie fühle ich mich komisch. Lacht die sich kaputt. Okay. War klasse. Das freut mich, dass dir der Witz gefallen hat. So, übrigens. Die Kämpfer veranstalten Arena-Kämpfe. Ach, sollen sie doch. Hoffentlich hauen sie sich gegenseitig mal so richtig die Grütze aus dem Hirn. Dann sind sie vielleicht etwas ausgeglichener und nerven mich nicht ständig. Und Craig spielt um Gold mit seinen Jungs.
Dieser Mistkerl, er weiß genau, dass der Don sowas hier im Lager nicht haben will. Die Hunde sollen ihm das Gold bringen und es nicht für jeden Mist verjubeln. Geh hin und sag ihm, dass er damit aufhören soll. Du okay. machst das schon. Okay, wir sind wieder hier. Ich würde mich jetzt aber mal schlafen legen. So, bis zum nächsten Morgen. Oh, es regnet wieder. Okay. Schurke, Hawkins. Was gibt's? So, jetzt, wo wir wieder hier sind. Und wir jetzt eigentlich ein Schild haben. Ich speichere vielleicht noch einmal. In der Wildnis. Wir haben es auf jeden Fall mit Rachel wieder hingekriegt. So, Clay. Was ist? Müde. Was willst du denn von mir? Hast du nichts zu tun? So. Was machst du hier? Blöde Frage. Ja. Worauf passt du hier eigentlich auf, hä? Hat dich Broga geschickt, mir auf die Nerven zu gehen? Allerdings. Und er ist ziemlich ungehalten. Ach, tatsächlich? Ist er das? Na und? Solltest du nicht beim Sumpfbauern Wache halten, hm? Verpiss dich! Beweg deinen Arsch. Oder was? Komm, ich will es nicht nochmal versuchen. Ich schau dir jetzt mal ein bisschen aufs Fressbrett. Du willst dich prügeln? Na gut, kannst du haben. Na dann zeig mal, was du kannst. Mist. Okay, das wird wohl nix. Ich drücke immer das Falsche. Verdammt. Ich kann hier echt nicht kämpfen. Die Kampfsteuerung ist mir zu unbequem. So, Craig? Kannst du mich im Kampf unterrichten? 90 Gold. Schwert 3. Wie viel Gold habe ich? 69. Was ist mit Brogan? Broger? Dein Kämpfer Kado ist nicht auf seinem Posten an der Ausgrabungsstelle im Sumpf. Dein Kämpfer Ricardo ist nicht auf seinem Posten an der Ausgrabungsstelle im Sumpf. Na und? Wen interessiert das? Hast du nichts Besseres zu tun, als mir damit auf den Sack zu gehen? Geht so. Kümmere dich gefälligst um deinen eigenen Kram. Okay, Sam? Wegen Broger? Wegen Broger. Brogers Kämpfer machen Arena-Kämpfe. Stimmt, du hast recht. Das könnte eine Möglichkeit sein, Broger zu erledigen. Du müsstest nichts weiter tun, als Broga zu einem Kampf herauszufinden. Achso, da kennen wir schon. Wenn er erst. Das ist. Ich könnte. Wenn. Viele. Wie soll ich mit meiner miesen Ausrüstung Broga besiegen? Wie soll ich mit meiner miesen Ausrüstung Broga besiegen? Wenn du eine bessere Waffe brauchst, dann gehst du am besten zu unserem Schmied Oscar und kaufst ihm eine ab. Und wenn das nicht reicht, um Broga zu besiegen, dann fällt mir dazu nur noch eins ein: Magie. Soviel ich weiß, handelt Robart. Unser Sumpfbauer manchmal mit Novizen aus der Hafenstadt. Vielleicht kann er dir was zu deinem Schutz geben, wenn du gegen Broga antrittst. Wegen deiner Jagdgeschäfte? Wegen deiner Jagdgeschäfte. Ich habe mich mal ein bisschen um deine beiden Jäger gekümmert. Ah, gut. Und... Ach, da kennen wir auch schon alles. Ja. Da ist nichts Neues. Domingo?
Okay, ich rede nochmal mit Oscar, glaube ich, hieß er. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Hat eine Rüstung? Oder irgendwas, was ich jetzt muss. Ich könnte. Das ist das, was wir haben. Das wäre das nächstbeste. Machete. Klingenschaden 20. Wenn ich das hier gegen das eintausche. Käse, würzigen, kräftigen Geschmack. Ich glaube, die Mana-Sachen nutzen wir eh nicht. Zwiebeln nur zum Kochen. Milch, die Milch macht's. Ja, gut. So, Wasser. Kochen könnten wir vielleicht noch gebrauchen. Wein. Grog. Wurmstein. Stark und hochprozentig, ja, muss ich nicht. Eier bringen Erfahrung. Warte mal, dann. Beeren kann er die 17 Stück haben. Mana-Pilz. Mana-Pflanze. Wir nutzen eh gar keine Magie. Trank der Regeneration Lebensenergie plus 50, Mana plus 50. Okay, die Tränke behalte ich mal. Hier, starke magische Heilung. Dietrich. Wolfsfell behalte ich jetzt mal, aber die Zähne drehe ich ihn mal an. Ich gebe dir noch 214. Okay. Ist er selbst schuld? So. Am Ende müssen wir das wieder ausbaden. Ich habe auf jeden Fall. Das speichere ich jetzt mal in der Wildnis. Wir sind immer noch Kapitel 1. Vielleicht bringt mir das Schwert jetzt auch ein bisschen mehr was. So, Jäger. Was gibt's? Beppo. Deine Mutter Tilda macht sich Sorgen um dich. Deine Mutter Tilda macht sich Sorgen um dich. Was weißt du schon über meine Mutter, hä? Meine Familie geht dich gar nichts an, verstanden? Ja, ja, schon gut. Aber. Oh, jetzt sehe ich auch das Riesen auf dem Haufen Gold und da tanzt eine Dame. Speicher einmal. Ich will mal wissen, was. Hier. Ich will mal wissen, was passiert, wenn ich hier einfach. Halt! Keinen Schritt weiter! Hey! Du hörst wohl schlecht, was? Verschwinde! Ich will wissen, was passiert. Schnappt euch den Mistkerl! Okay. Die Tänzerin greift auch an. Den packen wir uns! Ich wollte nur wissen, was hier ist. Guck mal, so viel Gold! Alter! Raus! Jetzt verschwinde endlich! Du willst doch geschlagen werden! Scheiße! Was? Idiot? Idiot 10 Erfahrungspunkte? Idiot 10 Erfahrungspunkte! Okay, das ist geil. Aber dass gleich alle da auf einmal mit einem Schwert ankommen. So, da oben gab es aber noch jemanden, der noch aufs Maul haben wollte. Hier der, Lorenzo. Ich gehe voran. Ja, ich hoffe, mit dem Schwert kann ich ihn deutlich einfacher besiegen. So, du Großmaul. Ja, kennen wir schon. So. Na dann mal los.
Mist. Ja. Ja. Nein, steck die Waffe doch nicht ein. Ach Mist. Okay, das könnten wir jetzt diesmal schaffen. Wir haben ihn besiegt. Boah, mein Herz rast gerade schon. Du bist ja immer noch hier. Tja, so schnell wirst du mich nicht mehr los. Ach, mach doch, was du willst. Ich hab doch keinen Bock mehr, mich mit dir herumzuärgern. Okay, nice. Den haben wir bekämpft. Der hat ja immer noch eine Waffe. Ich glaube, das war keine gute Idee. Okay. So, Clay? Was Anne, warte. Müde? Was willst du denn von mir? Ich lass ihn mal. So, vielleicht noch mal schlafen. Bis mittags. Müsste jetzt der Regen auch schon langsam aufhören. Und Lorenzo? Nee, kein Arena-Kämpfchen. Also noch nicht. Ich speichere hier jetzt nochmal. Was ist? Solltest du nicht beim Sumpfbauern Wache halten? Hm? Verpiss dich! Beweg deinen Arsch. Oder was? Ich glaube, ich hau dir jetzt mal ein bisschen aufs Fressbrett. Du willst dich prügeln? Na gut, kannst du haben. Na dann zeig mal, was du kannst. Hey! Jetzt beginnt der Tanz. Ja. Ja. Los doch! Ja. Ja. Mist. Weiter! Weiter! Los doch! Weiter! Mist! Ich möchte jetzt nicht in seiner Haut stecken. Alter! Schnell speichern. Warum regeneriert mein Leben nicht? So. Jetzt beweg deinen Arsch rüber zum Wachposten. Ist ja schon gut, ich gehe. Questerfolg, fauler Hund, nice. So, wo ist dein Wachposten? Ist das da oben sein Wachposten? Das da? Aber wer ist dann Phil? Phil, kann ich was von dir lernen? Clay hat deinen Posten übernommen. Clay hat deinen Posten übernommen. Das wurde auch verdammt nochmal Zeit. Danke. Hier hast du ein paar Münzen. Ich ruhe mich jetzt aus. Kann ich was von dir lernen? Kann ich was von dir lernen? Du bist doch ehrgeizig, was? War ich auch mal. Abgesehen vom Kampf gibt es ein paar nette Talente, die du drauf haben solltest. Schleichen, Schlösser öffnen, Taschendiebstahl. All diese nützlichen Sachen kann ich dir beibringen. Klingt gut.
Ich will ein besserer Dieb werden. Ich will ein besserer Dieb werden. Taschendiebstahl, Schlösser öffnen. Zeigt mir, wie man Schlösser knackt. Viele Schlösser haben einen Sperrbolzen, den du erst runterdrücken musst, um das Schloss zu öffnen. Anschließend kannst du mit dem Dietrich in alle Richtungen drücken, bis das Schloss offen ist. Aber sei vorsichtig. Wenn du in die falsche Richtung drückst, kann es passieren, dass dein Dietrich abbricht. Okay, Schloss öffnen 2. Zeig mir, wie ich schwere Schlösser knacke. Das Prinzip ist das gleiche. Du drückst den Sperrbolzen herunter und anschließend versuchst du, das Schloss mit dem Dietrich zu knacken. Nur, dass diese Schlösser natürlich viel komplizierter sind. Solche Schlösser sind teuer und beschützen daher oft wertvolle Sachen. Okay, mehr kann ich von ihm da nicht lernen? Komm zurück, wenn du mehr Gold hast. Jetzt bin ich pleite. Perfekt. Kraut. Noch mehr Kraut? Warte. Hier sind ja Leute. So, Clay? Was machst du hier? Was machst du hier? Blöde Frage, ich schieb hier Wache. Ja, klar, das sehe ich. Heilwurzel. Nice. Ich bin bei dir. Ja. Nein! 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 Ausgerechnet jetzt. Mit einem Levitationszauberspruch kannst du Abgründe überwinden? Okay, kommt das noch vor? Dwight? Du hast bestimmt noch was anderes zu tun. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Clay hat deinen Post. So. Will ein besserer Dieb werden? Schlösser öffnen. Und Schlösser öffnen 2. So, gegen den Wolf will ich ihn noch mal kämpfen. Verkraut sammle ich mal ein. Das ist so ein Dingsobel. Du bist neu hier, richtig? Wie hast du das bloß erraten? Ich sehe schon. Die Jungs vom Don sind ja auch schon derbe auf die Nerven gegangen, was? Ja. Aber mach dir nichts draus. Denen ist nur langweilig. Und was machst du hier? Was machst du hier? Ich kümmere mich ums Braukraut, hier auf Roberts Hof. Sicherlich gibt es edlere Pflanzen, aber das Kraut ist sehr vielseitig. Man kann es zum Brauen von Bier verwenden. Ziemlich gutes Zeug. Die Jungs im Banditenlager werden es dir bestätigen. Außerdem lässt sich daraus ein sehr guter Tabak herstellen. Ein Tabak mit besonderen Fähigkeiten, wenn du verstehst, was ich meine. Kannst du mir was von deinem Kraut oder Bier verkaufen? Kannst du mir was von deinem Kraut oder Bier verkaufen? Klar, kannst dir ja mal ansehen, was ich sonst noch so habe. Was weißt du über den Don? Was weißt du über den Don? Zumindest so viel, dass man sich besser nicht mit dem Herrn des Banditenlagers anlegt. Doch wenn man sich hier an seine Regeln hält, hat man ein recht gutes Leben. Zugegeben, die Arbeit auf dem Feld ist nicht leicht, aber was soll's? Und wer ist Robert? Wer ist Robert? Die Jungs unten im Banditenlager nennen ihn den Sumpfbauern. Ihm gehört dieses Feld. Was hast du zu verkaufen? Was hast du zu verkaufen? So, was hat er hier? Kraut, Bier, Wein, Wasser, Krautstängel, Schaufel, Stacheln. Kann man gut bei Händlern verkaufen. Pfanne. So, ich habe hier aber rostige Schwerter. Ja, 7 Gold. Und noch einmal speichern, nur um sicher zu gehen. So, wo ist Robert? Ist das da Robert? Robert. Bist du gekommen, um Schutzgeld zu kassieren? Wie meinst du das? Schon gut. Vergiss es.
Was führt dich zu mir, mein Junge? Ist das deine Bruchbude? Ist das deine Bruchbude? Ich bin Farmer. Ich baue das Braukraut an für unser Bier hier im Sumpf. Und die Hütte ist meine bescheidene Behausung. Was gibt es hier über die Gegend zu wissen? Was gibt es über die Gegend hier zu wissen? Du bist noch nicht lange hier, was? Die Jungs im Banditenlager stehen ganz im Dienste von Don Esteban. Sie sammeln alles an Gold, was sie finden können. Der Don muss mittlerweile schon ein Vermögen in seinem Tempel da unten haben. Okay, du arbeitest für den Don? Du arbeitest für den Don? Mein Junge, ich habe diesen Hof schon seit ich denken kann. Eines Tages kamen die Tempelruinen aus dem Boden und mit ihnen kam Don Esteban und eine ganze Menge Viehzeug. Ich habe mich arrangiert. Blieb mir auch nichts anderes übrig, verstehst du? Woher stammt das ganze Gold, das der Don sammelt? Woher stammt das ganze Gold, das der Don sammelt? Sie bergen es aus den alten Tempelruinen. Unglaubliche Schätze sollen dort zu finden sein. Kannst du mir beibringen, wie man Bier braut? Kannst du mir beibringen, wie man Bier braut? Puh, das erfordert jahrelange Erfahrung und Grundkenntnisse in Alchemie. Die Grundkenntnisse kann ich dir beibringen. Das mit dem Bier dauert zu lange. Braukraut? Was ist das? Braukraut? Was ist das? Das Zeug, aus dem ich das Bier mache. Die meisten nennen es einfach Kraut. Es wächst gerne im Sumpf oder an Flussläufen. Aber wenn man die Augen aufhält, kann man es überall finden. Ich habe herausgefunden, wie man daraus Bier herstellen kann. Das verkaufe ich jetzt. Sogar so gut, dass ich kaum noch zum Krautsammeln komme. Taugt dein Bier was? Taugt dein Bier was? Ha, was glaubst du, wie wild alle darauf sind? Fernab der Stadt gibt es keinen besseren Zeitvertreib für die Jungs. Was mich daran erinnert, dass die Köchin unten im Banditenlager noch auf eine Fuhre wartet. Ich muss bald runter und ihr die 10 Flaschen bringen, die ich ihr versprochen habe. Ich kann dir helfen, das Bier abzuliefern. Ich kann dir helfen, das Bier abzuliefern. Würdest du das tun? Nun, da gibt es leider einen kleinen Haken. Ach was. Wieso bin ich nicht überrascht? Wegen dieses verfluchten Schutzgeldes kann ich das Bier nicht mehr umsonst abtreten. Ich muss Rachel 50 Gold dafür abnehmen, so leid es mir tut. Gib her das Zeug, ich erledige das. Gib her das Zeug, ich erledige das. Sehr gut. Hier hast du mein Bier. Und vergiss nicht, ich brauche 50 Goldmünzen dafür. Klar. Und der Don verlangt Schutzgeld von dir? Der Don verlangt Schutzgeld von dir? Nicht direkt. Vielmehr der Oberbefehlshaber seiner Kämpfer. Sein Name ist Brogar. Ich zahle ihm monatlich 30 Goldmünzen. Dafür hat er mir Schutz für meinen Hof versprochen. Interessant. Kann ich dir beim Krautsammeln helfen? Kann ich dir beim Krautsammeln helfen? Das kannst du allerdings. Und ich bezahle gutes Gold. Für 10 Pflanzen gebe ich dir 70 Gold. Kleinere Lieferungen nehme ich nicht an. Habe ich 10? Ich hörte, du handelst mit Novizen der Magie. Ich hörte, du handelst mit Novizen der Magie. Kommt schon mal vor. Aber in letzter Zeit sind sie nur noch selten auf meinen Hof hier gekommen. Ich könnte magischen Schutz gebrauchen. Ich könnte magischen Schutz gebrauchen. Nun, da hätte ich diese Schriftrolle hier. Wenn du willst, kann ich sie dir verkaufen. Was kannst du mir über die Grundlagen der Alchemie beibringen? Was kannst du mir über die Grundlagen der Alchemie beibringen? Okay. Sonst habe ich hier nichts. Okay, Sumpfhaie. Auch wenn die nicht Sumpfhaie hier heißen, aber ich nenne die Sumpfhaie. Kann man hier irgendwie rein? Alchemietisch. Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem fremden Haus zu benehmen hast. Robert, ja, ich wollte jetzt keinen Blödsinn machen. Ich wollte nur den Alchemietisch benutzen. Minze, nice. Und das hat gespeichert. Hier ist aber auch schon ein riesiger Tempel, der hier einfach so aus dem Boden herausgestampft kam.
Rachel? Der Sumpfbauer schickt mich mit 10 Flaschen seines Bieres? Der Sumpfbauer schickt mich mit 10 Flaschen seines Bieres. Na endlich, ich brauche das Zeug, gib es mir. Moment, Robert will 100 Gulden müssen. 100 Gulden? Hat er nicht gesagt 50? Na hier, 50. Moment, Robert will 50 Goldmünzen dafür. Moment, Robert will 50 Goldmünzen dafür. Was? Das ist ja wohl die Höhe. Ach, na gut. Ich habe ja wohl keine andere Wahl. Hier hast du sie. Und jetzt her mit dem Bier. Übrigens. Broger kassiert Schutzgeld von den Leuten hier im Lager. Broger kassiert Schutzgeld von den Leuten hier im Lager. Was? Bist du dir das sicher? Das wäre schon ziemlich dreist. Findest du nicht? Ich kann nur für dich hoffen, dass du diese schweren Anschuldigungen beweisen kannst. Also, ich hätte da einen Zeugen. Was wäre gewesen, hätte ich jetzt gesagt 100 Gold? Und ich finde es lustig, dass Broga bis jetzt noch nicht auffällt, wie sehr ich ihm in den Rücken falle. Ich mache für ihn zwar seine Arbeiten, aber falle ihm die ganze Zeit in den Rücken. Ja, aber okay, bei solchen Arschlöchern ist das ja auch in Ordnung, wenn die... Ach, das ist... Wäre ich hier dann nicht ein... Ich hinterfrage das mal nicht. So, das ist nicht mal tief. So, ich habe dein Bier bei Rachel abgegeben. Sehr gut, Junge. Hast du das Gold bekommen, worum ich dich gebeten hatte? Ja, hier ist es. Ja, hier ist es. Jetzt bin ich aber platt. Gut gemacht, mein Junge. Ich danke dir. Das werde ich mir merken. Beim nächsten Mal kannst du auf mich zählen. Okay, Level aufgestiegen, nice. Da traue ich mich nicht hin. Da sind Wölfe. Boah, ich brauche Geld, damit ich mal die Punkte... wo waren das? Hier. Die Punkte mal nutzen kann. Wir haben 15 Lernpunkte. Aber wir haben kein Geld. 30 Gold. Schuss vor Klingen 3. Schuss vor Hiebwaffen 3. Schuss vor Stichwaffen 3. Fähigkeiten, zumindest Schwertkampf sind wir auf 2. Und wo ist Diebstahl? Schlösser öffnen da 2. Und Schleichen haben wir. Akrobatik und Taschendiebstahl. Keine Ahnung, wo wir das lernen können. Du erhältst nur halben Fallschaden. Dein Geschick beim Bestehlen von Personen. Wo kann ich das lernen? Also Akrobatik meine ich jetzt. Du hast doch bestimmt noch was vor. Kann ich mit ihm nochmal? Ne, er war nichts Besonderes. Rachel? Gibt es was Besonderes? Gerade nicht. Oscar? Hat auch nichts. Craig? Nee. Arena kann... Kann ich ihn jetzt, Brogard, nochmal... Die Sache mit den Wachen beim Sumpfbauern hat sich erledigt. Also, ich konnte das Geheul der beiden Streithähne schon nicht mehr hören. Das mit dem Schutzgeld? Mach ich gleich. Erstmal speichern, nur um sicher zu gehen. Du treibst Schutzgeld ein? Psst, nicht so laut, du Idiot. Muss ja keiner wissen. Bis auf die Leute, die das Schutzgeld bezahlen sollen. Das kann dir doch egal sein. So, ein Moment. Zieht man einen Heiltrank. Und... Ist vielleicht hier? 2 Stück von denen. Speichern noch einmal und dann will ich mit Dings nochmal kämpfen. 10 Minuten, 7 Stunden, 0 Tage.
So lange spiele ich schon. Hier, Ricardo. Ich war noch nicht ganz warm. Wir wiederholen den Kampf in der Arena. Noch mehr auf die Fresse? Von mir aus. Mal gucken, ob ich es dieses Mal schaffe. Oh, da ist noch mehr Kraut. Das muss ich gleich mitnehmen. Na, dann zeig mal, was du kannst. Ja! Ja! Leck mich doch. Ach komm. Ich drück einmal X und der macht zweimal darüber. Ach komm. Manchmal, man drückt einmal und der reagiert zweimal. Das stört schon ein bisschen. So, Ricardo, nochmal. Ich weiß nicht, was... Liegt es an meinem Controller? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das irgendwie mit dem Spiel... Dass er nicht so reagieren will, wie man will. Wie man es dem Controller sagt. Zeig mal, was du kannst. Ja. Ja. Komm schon. Ding weg. Wie jetzt Quest abgebrochen? Wie jetzt? Er ist aus der Arena gegangen, nicht ich. Ach komm schon, das ist doch nicht dein Ernst. Die war jetzt so gut. Ich hätte ihn jetzt fast besiegen können. Ich war. Das will mich doch gerade verarschen, ey. Na, dann zeig mal, was du kannst. Ja. 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 Ey! Du musst auch anvisieren. Okay, so geht's auch. Nichts zu holen. So, ich will sein rostiges Schwert haben. So, Ricardo, steh auf. Du hast mir fast alle Knochen gebrochen. Stell dich nicht so an. Ich war eben besser. Mistkerl. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Armbrust will ich nicht. Noch nicht.
Aktuell haben wir einen Bogen. So, und das hier will ich mal mitnehmen. Wer fehlt denn noch alles? Domingo müssen wir noch bekämpfen. Sam, weiß ich nicht. Wegen Broger? Wegen Broger. Broger treibt Schutzgeld ein, hier im Lager. Das sieht der Mistkerl ähnlich. Bleib an der Sache dran. Damit könntest du ihn kriegen, wenn du es richtig anstellst. Ich weiß nicht, ob ich das bis jetzt richtig mache. Ricardo war nicht schwer zu besiegen, oder? Hier ist dein Gewinn. Danke. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Dafür habe ich nicht genug Geld. So, ein Grünblatt. Nochmal kurz speichern. Wie wär's mit einem kleinen Arena-Kämpfchen? Vergiss es. Mit dir lasse ich mich nicht mehr ein. Hau ab! Okay, mit ihm wird's nix. Wie wär's dann mit Domingo? Steig mit mir in die Arena. Lass den Unsinn. Deine Mutter ist eine Ziege. Mit Haaren auf den Zähnen. Keine Lust? Geh weg. Du langweilst mich. Du willst hier der beste Kämpfer sein? Für mich bist du nur eine Wurst. Von mir aus. Wer bist du denn schon? Hier, jetzt trinkst du erstmal einen kräftigen Schluck Bier. Bier. Und, wie sieht's aus? Gehst du jetzt mit mir in die Arena? Du bist in Ordnung. Warum nicht? Ich gehe vor, du folgst mir. Verdrehte Welt. Okay, ich hoffe, den schaffe ich. Neue Quest, besiege Domingo in der Arena. Zeit für eine kleine Lektion. Ja. Ja. Oh. Alter, okay, der ist... Laden? Ich glaub, der ist doch ein bisschen zu hart für uns. Oh nein, hier habe ich gespeichert. Zeit für eine kleine Lektion. Bleib doch. Der war doch genau vor mir und dann auch noch aus dem... Der war genau vor mir und nimmt ihn aus dem Visier raus. Ey, das mit diesem Anvisier, das stört mich hier schon. Zeit für eine kleine Lektion. Ich hab doch nur einmal A gedrückt, was soll denn das? Ach komm!
Nee, wir laden eins davor. Domingo ist zu schwer. Das tue ich mir nicht nochmal an. Was habe ich denn jetzt noch für Quests offen? Robert braucht Kraut. Fälle für Fleisch, das Familienerbstück, die Söhne von Tilda. Schutzgeld Costa, finde den Spitzel des Einbrechers. Nee, ich, Banditenlage. Die Arbeiter sollen wieder arbeiten. Verbotene Spiele. Goldene Bruchstücke für Oscar. Goldrausch. Warte, wir haben zwei davon, wer weiß. Da hast du mehr Glück als ich. Lass dir nur nicht einfallen, die Dinger selbst zu behalten. Wenn du was findest, bring es mir natürlich. Der besoffene Jäger Louis behauptet, mehr darüber zu wissen, aber ich glaube, er schneidet nur auf. Wie willst du das goldene Schwert wieder richten? Broker hat auf jeden Fall eins. Oscar solche Bruchstücke sucht. Oscar Goldschwert würde dem Don gefallen. So, wer hätte noch was? Oder warte mal. Ach komm. Wo sind die denn? Ja, Bruchstücke eines Schwertes 2. Warte mal, Craig? Hatte Craig nicht noch einen? Oder Phil? Ich will ein besserer Dieb werden. Nee, ich glaube, das Geld haben wir nicht, oder? 104. Ja, da brauchen wir. Gerade brauchen wir die Kohle. So, nee, hier. So. Außerdem ist, mal angenommen, ich schaffe es, dass deine Arbeiter wieder arbeiten. Total bescheuert. Was willst du denn da machen? Kämpfe auch schon gar nicht gegen Burger. Hör mal auf zu jammern und erzähl mir lieber, wie man Burger bearbeitet. So, du bist ein Weicher. Lieber weich und lebendig als ein Held und tot. Bei manchen schwachen Herzen da. Worüber fähig ist. Arbeiter arbeiten oder auch nicht. Jedenfalls sind die meisten an Ausgrabungsstellen zu finden. Ein Arbeiter ist, wer Arbeiterkleidung trägt. Das wirst du doch wohl erkennen können, oder? Dann stell ich so blöde Fragen. Ausgrabungsstellen? Wir haben drei. Eine im Osten des Tempels, zwei sind mitten im Sumpf. Einer ist im Osten des Tempels. Zwei mitten im Sumpf. Danny ist ja wieder am Arbeiten. Also hier müsste irgendwo noch einer sein. Zu dem gehe ich mal lieber nicht. Aber ich speichere nochmal. Ich würde es da drinnen vielleicht nochmal versuchen gegen die Viecher. Dann kriegen wir nochmal ein paar Erfahrungspunkte. Nein, ausweichen. Ja, jetzt kommen wieder 5 Stück von denen. Das tapfere Schneiderlein? Nee, da, wie viele sind denn das? Ich hab... Kommen doch ein bisschen mehr von denen. Ja, ich könnte Hilfe gebrauchen.
Gleich bin ich tot. Scheiße. Okay, ich versuch mal. Vielleicht mit Pfeil und Bogen. Ja, das ist ein Rottweiler. Okay. Wir haben Pfeil und Bogen ja bisher noch gar nicht richtig genutzt. Ich glaube, das war auch keine gute Idee. Macht gefühlt gar keinen Schaden, oder? Ah, nein. Was war das für ein Geräusch? So, muss mal was futtern. Gut, dass ich davon jetzt ein bisschen viel habe. Aber ich verbrauche davon auch zu viel gerade. So, was mit dem? Ach, komm. Jetzt renn! Louis? Wieder so ein Scheißvieh! Das schaffst du wohl, oder? Stirbt er? Mist. So, jetzt ist gut. Okay, regeneriert das sich wieder? Der hat mir jetzt aber auch ein paar Erfahrungspunkte geklaut. Aber das war es mir jetzt wert, dass ich jetzt da rein kann. Hier ist noch eine. Ich möchte jetzt endlich mal eine Rüstung haben, eine gute. Vielleicht noch mal kurz speichern. Ich hoffe, hier gibt es keinen von den Viechern mehr. Vom Erzschürfen verstehe ich nichts. Okay, da geht's runter. Da ist noch eine Grabmotte. Aber nur eine. Gibt's hier sonst noch irgendwie was? Noch mehr Eisenerz? Dorgan! Sichel, schwache magische Heilung, Bruchstück eines Schwertes und Liste.
Nautilus. Feuer. Spitzhacke. Gold. Witz erzählen. Hier ist auch noch so ein Goldbrocken. Bernstein. Was sind das denn für Pilze? Okay, wir haben ihn gefunden. Wo führt das hier hin? Kann sein, dass ich jetzt gleich drauf gehe. Was ist das? Ein Ghoul? Alter. Jetzt nascht er an mir. Gut, dass ich vorher gespeichert habe. Ein Ghoul. Dann gehen wir da nicht runter. Die sind schon tot. Hier gab es noch irgendwo ein Loch. Hier. Wir haben gespeichert. Noch eine Goldader. Wo führt das hin? Gibt es ja auch noch einen Ghoul. Hier gibt es Igel. Und Eisenerz. Jo, tschüss. Wo bin ich hier gelandet? Das war keine gute Idee. Aber wir leben. Ach, hier sind wir. Und die kommen hinterher. Mir gefällt diese Sprungtaste gar nicht. Neil, Hilfe! Ich hau ab. Ich hau definitiv ab. So. Ah, er ist auch halb tot. So, erstmal hier regenerieren. Ich habe jetzt sehr viele Punkte eigentlich jetzt. Ja. Verschwendet. Aber wir haben einfach keine Rüstung. Wir sind einfach zu schwach. Und wir kriegen einfach irgendwie bis jetzt gar keine. Okay, wäre ich jetzt bei der Inquisition beigetreten, zwangsrekrutiert, dann hätten wir jetzt eine. Aber ich will kein Stabkämpfer werden. Ich mag die Inquisition auch irgendwie nicht. Okay, ich bin auch allgemein gar kein Fan der Kirche. Sagen wir mal so. Thank you.
Deswegen, ich würde dann doch lieber den Banditen hier beitreten. Aber ich weiß auch noch nicht, ob es eine dritte Fraktion gibt. Doga? Ich habe deinen vermissten Kämpfer gefunden. Ja? Wo ist er? Ich reiß ihm den Kopf ab. Er ist tot. Ich fand seine Leiche in einer Höhle, in der Nähe des Sumpfes. Verdammte Schweinerei. Hatte Dorgan etwas bei sich? Irgendwas? Sag schon. Eine Liste in seiner Tasche? Weiß ich nicht. Du willst mich doch verarschen. Ich warne dich. Mach keine Spielchen mit mir. Das würdest du bereuen. Ja, ja. Hast du sonst noch was zu tun für mich? Nicht ganz. Ich hätte da noch eine Sache. Aber ich bin mir nicht sicher, ob du der Herausforderung gewachsen bist. Raus mit der Sprache. Na schön. Dann pass mal auf. Hast du schon mal Schutzgeld eingetrieben? Sowas habe ich geahnt. Okay, erklär mir die Sache mit dem Schutzgeld. Gut. Du wirst jetzt machen, wozu Dorgan nicht in der Lage war. Also, du gehst zu den ganzen Pfeifen hier im Lager, die nicht zu meinen Kämpfern gehören. Sag ihnen, dass ihre monatliche Zahlung fällig ist und kassier ab. Danach kommst du wieder und bringst mir das Gold. So einfach ist das. Ich übernehme das und dann verpfeife ich ihn. Gut. Ich übernehme den Job. Ich weiß nicht. Kann ich mich wirklich auf dich verlassen? Nö. Keine Bange. Ich mach das schon. Ja, ja. Berühmte letzte Worte. So, Bruder. Aber ich würde sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.